Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch wieder ein Gericht aus dem Opti-Grill vorstellen, und zwar mein Mozzarella-Flammkuchen mit dem Snacking- und Baking-Einsatz von Tefal. Ganz schnell, sehr lecker. Ich hoffe, es gefällt euch. So, die Zutaten, die wir für den Mozzarella-Flammkuchen brauchen, habe ich schon mal rausgelegt. Natürlich brauchen wir Flammkuchenteig, den ich hier fertig gekauft habe. Das ist so eine 260-Gramm-Packung. Dann brauchen wir Kochschinken. Ich habe ganz bewusst Kochschinken genommen, weil der ein bisschen milder ist und nicht ganz so salzig ist wie der geräucherte Schinken, wie der Schinkenspeck. Dann brauchen wir Frühlingszwiebeln. Das ist hier ein halber Bund, den ich in kleine Ringe geschnitten habe. Dann brauchen wir Creme Fraiche, 100 Gramm. Und auf meinen Flammkuchen kommt eben Mozzarella. Ja, ich weiß, dass auf Flammkuchen normalerweise kein Käse drauf ist. Ist aber auch nicht verboten. Deswegen habe ich es mal ausprobiert. Ich finde es lecker. Wem es nicht gefällt, der lässt den Mozzarella einfach weg. Schmeckt auch so. Ja, zum Würzen nur Pfeffer. Ich würde hier wie häufig bei solchen Gerichten kein Salz mehr dazugeben wollen, weil trotzdem hier, obwohl es Kochschinken ist, das alles schon salzig genug ist. Und auch der Mozzarella hat ja doch einen hohen Salzgehalt schon. Also von mir aus kommt kein Salz mehr rein. Ausprobieren. Und dann können wir auch schon loslegen. So, ich habe hier alle Zutaten jetzt schon mal daneben gestellt. Wir brauchen vom Tefal hier diese Snacking- und Baking-Form. Wer die nicht hat, kann das auch ganz normal im Ofen machen. Das geht auch auf dem Blech. Man braucht natürlich das Gerät dafür nicht, aber es ist super praktisch hier und ich wollte es auch mal ausprobieren. Was auffällt, ja, der Teig ist jetzt ein bisschen groß, denn der ist für ein Backblech eigentlich gemacht. Das macht aber nichts. Und da ich nicht gerne Teig wegschmeiße, Lebensmittel würde ich jetzt auch nicht rundherum schneiden und den Rest dann irgendwie anders verwerten, sondern ich nehme alles und habe einen etwas dickeren Rand. Das macht aber nichts später als Anfasser sozusagen. Ganz prima. Und deswegen schneide ich jetzt hier einfach auf der Seite einen breiteren Streifen ab und den setzen wir gleich längs nochmal an. Das zeige ich euch. Den packen wir hier hin. So. Und jetzt legen wir den Teig in die Form. Und zwar so, dass hier auf dieser Seite hier unten zunächst mal kein Teig ist und drücken dann den Teig hier rein und machen gleich einen kleinen Rand. Moment. Und jetzt setzen wir das andere Stück einfach hier unten an, ein bisschen überlappen lassen und dann drücken wir das an. Das geht nämlich ganz prima. Und jetzt können wir hier wie so einen kleinen Pizzarand machen. Wie gesagt, wem das nicht gefällt, der schneidet jetzt den Teig ab, aber da ich nicht wüsste, was ich damit sonst machen sollte, fände ich es schade. Also ich mache mir hier so einen kleinen Rand. Der dann auch hier schön kross wird. Drücke den hier an. Ihr müsst in der Form übrigens nichts machen, sonst ihr müsst so kein Öl reingeben, gar nichts. Ihr werdet nachher sehen, die Form ist super beschichtet, da geht alles raus, da klebt nichts an, also kein Öl, kein Fett, irgendwas muss man nicht. So, jetzt drücke ich das hier noch ein bisschen an. Ja, und jetzt seht ihr, jetzt habe ich also den Teig hier in der Form. Ja, muss man jetzt nicht so Riesenaufwand betreiben, ist jetzt kein Konditorschmuckstück, aber für ein schnelles Gericht reicht es. Und jetzt fangen wir einfach an und füllen die Form. Und das geht wirklich einfach. Wir fangen an mit Creme Fraiche. Und verteilen die Creme Fraiche auf dem Teig. So, ihr seht schon, das ist verhältnismäßig viel hier, meine 100 Gramm, und ich passe auch auf, dass ich die Ränder mit bestreiche. Wenn ihr sagt, das ist mir zu flüssig, nehmt ihr einfach weniger. 50 Gramm, die Hälfte, tut sicherlich auch, aber ich habe es gern etwas saftiger auch beim Teig. Muss nicht ganz so kross und trocken sein. Jetzt streichen wir die Ränder ein.
Jetzt kommt der Käse, nicht oben drüber, sondern jetzt hier schon auf den Boden. Auch das ist eine Geschmacksfrage bei der Pizza. Es ist ein Glaubenskrieg, ob der Käse nun oben drüber kommt oder unten drunter kommt. Die Pizzabäcker sagen ja immer, der kommt nicht drüber. Ich finde, das ist alles eine Geschmacksfrage. Wenn ihr den Käse lieber oben drüber haben wollt, streut ihr ihn oben drüber. Es tut dem Gericht keinen Abbruch. So, dann kommt der Schinken. Ihr seht, auch das ist schon relativ viel, 100 Gramm, also es wird schon, weil es ja auch eine kleine Größe ist, ein ordentliches Gericht. Da ist aber schon ein bisschen was drin. Verteilen wir hier nochmal den Schinken ein wenig und ganz zum Schluss kommen jetzt die Frühlingszwiebeln. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ihr werdet zugeben, das ging wirklich schnell. Und den Teig, wenn man den fertig holt, den ich selber macht, zusammen mit den anderen Sachen hier in die Formschichten, ist wirklich selbst abends, wenn man vielleicht etwas später kommt, ratzfatz erledigt. Aber eben auch mal für einen Happen zwischendurch. Ist jetzt keine Riesenportion, aber so für zwei Leute ein Snack allemal. Ja, das war's auch schon. Jetzt kommt als Gewürz nur noch Pfeffer drüber. Und der Teig verträgt schon ordentlich Pfeffer. Es ist ja sonst nichts dran. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich mache kein Salz mehr rein. Uns reicht das immer so. Wer es gerne sehr salzig isst oder salziger, der macht noch Salz drüber. Das war's. Und jetzt kommt diese Form in den Tefal Opti-Grill. So. Den Tefal habe ich jetzt hier aufgebaut, den Opti-Grill, ganz einfach bei dem Gerät, ne? Man klappt es jetzt nur auf und jetzt nimmt man die untere Pfanne raus, die kann man hier ausklippen, ne? Mit dem Hebel hier und legt die beiseite, die brauchen wir nicht und setzt jetzt einfach den Snacking- und Baking-Einsatz mit der Schrift nach vorne, ihr könnt das hoffentlich erkennen, ja, das kann man sehen, mit der Schrift nach vorne hier rein. Und der ist so konstruiert, dass die Fläche jetzt waagerecht ist. Also nicht so wie beim Grill, wo ja vorne das Fett rauslaufen soll, wenn denn Fett im Fleisch ist, ist der Einsatz so konstruiert, dass wir eine waagerechte Fläche haben. Und jetzt ist es wirklich ganz einfach. Jetzt klappt man ihn einfach zu, stellt das Gerät an. Und ich wähle jetzt die höchste Temperaturstufe, also bis hier rot ist. So, ne, das kann man jetzt, glaube ich, ja, schwer erkennen bei dem Kunstlicht. Ja, ne, ihr seht es hier, also rot, höchste Temperaturstufe und auf OK. Und ich habe bei mir bisher 15 bis 20 Minuten gebraucht. Das reichte. Und zwischendurch gucke ich immer mal rein, aber 15 bis 20 Minuten passt ziemlich genau. Bei 20 wird es schon ziemlich kross. Wir schauen mal zwischendurch rein und gucken, ob das reicht. Auf geht's. So, 15 Minuten sind um, wir schauen mal rein. Ja, fängt schon so langsam an zu bräunen, aber das reicht noch nicht. Ne? Man sieht also hier, der Rand ist auch schon so langsam fest, aber hat noch nicht so die richtige Farbe. Also machen wir mal weitere 5 Minuten und schauen dann wieder. So, 20 Minuten sind um, wir schauen mal rein. Ja, das sieht schon gut aus. Na, wie ihr seht, hier der Rand ist gebräunt, der ist auch schon richtig fest geworden und man sieht auch hier, da bappt nichts an, es lässt sich jetzt schon hier in der Pfanne bewegen, wunderbar. Wer es noch brauner haben möchte, der macht nochmal 5 Minuten, aber der Boden wird dann relativ keksig. Also mir reicht das jetzt, ich mache aus und lasse es jetzt ein bisschen auskühlen und dann nehmen wir es mal raus und schauen, ob es geklappt hat. Ich habe ihn jetzt mal rausgenommen aus der Form. Das Tolle ist ja, diese Pfanne hat an der Seite so zwei Anfasser. Die werden übrigens nicht heiß, auch bei 240 Grad. So viel macht hier die Maschine.
kann man nach wie vor hier anfassen und kann das gleich zum Servieren nehmen. Denn die Füße unten, die sind hier durchgezogen, werden nicht heiß. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem etwas vorsichtig mit empfindlichen Holzplatten oder dergleichen, aber das geht trotzdem gut. Und ihr seht, ich habe nichts gemacht, es ist nichts eingeölt, nichts eingefettet und trotzdem geht das hier super aus der Form. Und jetzt holen wir mal den Flammkuchen raus, möglichst ohne die Finger zu verbrennen. Oh, ist noch so heiß. So, ja, und da seht ihr, der hat jetzt einen etwas höheren Rand hier. Ich finde das nicht schlimm. Und dann schneiden wir ihn mal auf. So, da seht ihr, das heißt, wundervoll auch unten, kann man sehen, schön gebräunt, fest der Teig. Jo, der ist toll geworden. Ja, ich denke, es hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.